Hauptsache am Ende kommt Raw Wood raus. So, und das Raw Wood baue ich jetzt ab, damit wir in unserer Holzversorgungskiste genug Holz haben für die Holz-Circuit-Boards. Es kam übrigens bisher noch kein einziger Angriff wieder, ne? Ja. Ich habe mir da echt zu viel Panik gemacht. Das ist nicht alles so schlimm, ist alles okay. Und wenn sie angreifen, dann bauen wir halt unsere Verteidigung weiter aus und gut ist. Noch kann ich die hier alle ziemlich einfach umtackern. So. Dim, 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 dim. Oh, 1,8 sogar schon. Schick, 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 schick. Okay. Warum arbeitest du nicht? Weil die auf der falschen Stelle ist. Ja, das macht Sinn. Du kommst jetzt. Gut. Du bist komplett. Ja, du bist komplett. Und es ging gut auf mit dem Holz. Bei dir könnte eventuell noch was fehlen. Schmeiß die dann noch rein. Jetzt sollte das auch aufgehen. Gut. Muster, 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 Muster. Apropos Muster, ich bräuchte eigentlich auch demnächst wieder. Das muss ich wieder unendlich viele Tränke herstellen. Und ich bräuchte bald mehr von den Better Electric Poles, um hier Platz zu schaffen. So, Batterien sind fertig. Ich kann jetzt hellblaue Science Packs machen. Und ich brauchte Zink. Zink. Da, die Zinkplatten sehen ein bisschen komisch aus. Und Zinkerz. Habe ich glaube noch gar nicht. Ja, erforschen wir. Da ist Silber. Silber haben wir ganz viel in der Basis. Wir haben Galena, wir haben Eisen, da ist Zink. Wow, ist das wenig. Ja. Okay, wir haben gar keine... Oh doch, da haben wir Poles. Pol, Pol, Pol. Drill. Sehe ich auch gerade keinen. Baue ich gleich. Also du hängst immer noch bei den Zahnrädern, Gottverdammt. Bau zwei Drills und dann bau nicht 600 Tränke, weil er dann jedes Mal erst die Zahnräder machen will, sondern bau einfach nur ein paar. So, viel besser. So, der Drill braucht noch ein bisschen. Schade, aber okay. Pump Jacks. Pump Jack. Pump, Pump. Stehst genauso, dass du nirgendwo reinpasst, ha? Arschloch. So. Hier können wir ruhig die alten Eisenrohre nehmen. Und dann könnt ihr hier schon mal irgendwo einen Tank voll machen. Den wir aber erst bauen müssen. Tank, 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 Tank. Die wieder abbrechen und hinten ranhängen. So. Und auch das hätte ich mir wieder alles ersparen können, wäre ich einfach hier hingegangen, hätte mir die hier geschnappt. Ja. Gut. Drill. So, schmeiß hier Holz rein. Holz. Eisen ist noch genug da. Kupfer ist noch genug da. Kann ich trotzdem reinschmeißen, um mich zu entlasten. Stahl haben wir ein bisschen was. Wie schaut es munimäßig aus? Oh, gut, gut. Kann doch trotzdem noch mehr sein. So. Mach mal hier auch so ein kleines Abzweigärmchen. Damit ich mir hier zwischendurch Zahnräder holen kann. So, Drill auf unser... Oh, zwei? Warum zwei? Mist, ich hatte davon wohl doch schon irgendwie einen. Und da kommt Zink. 1700... Oh. Oh Gott, die sind noch begrenzt. Wofür brauchten wir Zink? Für Laser Turrets brauchen wir Zink. Oh nein. Was? Nein, das meine ich gar nicht. Also erstmal gucke ich gerade, die Gold Ruby Tower brauchen Silver Ruby Tower, die Silver Ruby Tower brauchen die Laser Tower. Das ist soweit in Ordnung. Was ist mit der nächsten Stufe?
die Bronze, Silver, Bronze, Sapphire Tower brauchen die stinknormalen Laser Tower. Die brauchen keine Gold Laser Tower. Ah, das ist sehr gut. Ah, das ist sehr gut. Und was ist mit den Topaz-Dingern? Die brauchen Silver Sapphire Tower. Ja, es ist genauso wie. Es ist ja auch dieselbe Ditech-Version wie in der letzten Staffel. Das ist okay. Ich kann jetzt Tink. Das heißt, ich kann jetzt das machen, was ich eben gerade wollte. Ich könnte jetzt also theoretisch die da bauen. Ich bräuchte nur Zink. 30 Stück. Und das dauert wohl eine Weile, also muss ich was anderes machen. Ja, ist okay. Ist okay. Ich hack Holz und ich kümmere mich nicht um Öl. Also, aber... da. Lernst doch nie, hä? Huh? So. Gut. Und habe ich jetzt inzwischen endlich mal ein Dreier-Skill? Nö. Aber 16 einer. Irgendwie habe ich das noch nicht ganz verstanden. Vielleicht brauche ich auch irgendein Gebäude. Oh, warte mal, ich hatte was gelesen gehabt von Gebäude... Quatsch. Skill umtransferieren. Nein. Nicht 5 davon bauen. Cursed Talents Exchange. Cursed Generator? Brauch 4 Cursed Incubator? Was ist ein Cursed Incubator? Cursed Bluttank macht Sinn, ja. Das der klingt echt praktisch. Bau mal einen davon. Und den gucke ich mal, ob ich hier ein bisschen was umdrehen kann, um dann an die Dreier zu kommen. Weil Mine klingt jetzt irgendwie... Ja, wie ein stinknormaler Mining Drill. Aber man kann sie aufstufen. Upgrade Part 1, Upgrade Part 2, was? Damage Aura Bank? Damage Aura klingt krass. Revive und Bodies. Nee, bau erstmal dieses Exchange-Ding da und guck mal, was der so macht. So. Achso, ich habe jetzt noch so viele Coral Seeds und so hier rumliegen. Mach mal hier irgendwo so einen kleinen Wald. Also, einen Streifen. So, und Tremlings. Zum einen, damit wir mehr Holz haben. Zum anderen, damit wir Erfahrungspunkte bekommen. Und zum anderen, dass wir Inventar frei haben. So, wo ist das Cursed Exchange Ding da? Du. Geklaute Grafikdatei. Oh. Achso, jetzt ist Zink erst fertig. Laser Turrets. Bräuchte Laser Turrets. Bräuchte Laser. Bräuchte Advanced Electronics. Research. So, du. Cursed Talents Exchange 2 zu 5. Cursed Talent Level 1 braucht 100 Blut. Cursed Talent Assembly. Was tue ich da gerade? Stopp, aufhören. Ich habe 16 3 Dings. Ich habe 19 3 Dings. Ah, okay. Kann ich da auch Cursed Talent Exchange 1 zu 2. Okay, 5 Einer machen 1 Zweier. 10 Einer machen 1 Dreier. Das heißt, ich müsste jetzt 10 von denen reinschmeißen. Jetzt kriege ich gleich ein Tier 3. Tier. Talent. Ding. Also das macht Sinn soweit. So. Schließen. Öffnen. Tada. Ich kann eine Mine kaufen. Oder ein Turret. Nein. Alles gut. Stell bitte her. Nicht aus Blut, dann sterbe ich bestimmt gleich. Mach bitte hier aus den Dingern hier Level 1 Talents. So.
Dann machst du bitte aus den Einern ein Dreier. Und den klicken wir nicht auf Upgrade Mine, sondern auf Buy Mine. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wo ich das Ding hinsetzen will. Zinn. Ja, Zinn ist mitten im Weg. Brauchen wir aber trotzdem. Oh, vor allem, weil das auch eine begrenzte Menge ist. Ja, hau das einfach mal hier hin und guck mal, was passiert. Ich hoffe, ich kann es abbauen und woanders auch wieder aufbauen. Das wäre sonst ganz schön garstig. Ja, damit. Talents 3 by mine. Also enough space. Hä? Enough space. Kannst du nicht veräppeln? Das ist komisch. Okay. Braucht wohl sehr viel Space. Die Frage ist nur, wo. Also Inventar-Space ist mehr als genug. Und überall, wo ich stand, auch. Achso, vielleicht muss der Cursor da sein? Ich meine, Cursor muss ja da oben sein, damit ich da draufklicken kann. Oh. Vielleicht muss es in der Nähe sein von dem komischen Krubbelnubbeldüben da. Da wurde mir übrigens gesagt, ich soll da drauf drücken und den Settings, dann kann ich das Krubbeldubbelding da irgendwie hierher bekommen. Nein. Also, das ist die Geschwindigkeit, das sind die Spieler, nein. Da habe ich wohl was falsch verstanden. Achso, hier Option? Show meine. Nein. I want mines. Was machst du? Ich will Minen, ja. Achso, stimmt. Minen könnten vielleicht gar nicht Mining Drills sein, sondern Bumm-Minen. I want Drills. I want. Nein, mach das mal weg. Das macht vielleicht irgendwelche komischen Dinge. Nee, Cancel. Base. Ah. Move. Ha. Hallo, Base. Schön, dich hier zu finden und so. Komm mal mit nach unten. Damit du gleich irgendwie hier in unser Muster einsortiert wirst. Beweg dich mal dezent hier so hin. Klick. So, du. Genau, hier war die Sache mit der Leiche. Kann ich jetzt hier irgendwo minen? Minen? Bei meinen, nein. Okay, testweise gehe ich jetzt einfach mal in die Wildnis. In die Nähe der feindlichen Basis, also hier so hin. Und guck mal, ob er vielleicht die ganze Karte hier, den ganzen Kartenabschnitt hier vermint. Hier ist genug Platz. Okay, Turm. Geh wieder zurück und versuch da irgendwo einen Turm zu setzen. Und ich hätte echt gerne Dokumentation hierzu. Ich glaube, da gab es eine, aber die war ein bisschen lückenhaft. So, bei Turret. Ja, nee, du kannst mal die Füße fassen. Das ist ein komisches Ding. So, bau bitte Strom. Die da. So. Tok, 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 tok. Das heißt, ich kann die ganzen Forschungsdinger jetzt. Talentdinger jetzt verballern. Weil die drei ja momentan nicht so wirklich zu funktionieren scheinen. Ja, 7 Stück. Mach die mal in. Alles Crafting-Bonus? Nee, komm, machen wir schon was anderes. Auch das Rumlaufen soll ein bisschen was bringen. Und Nummer 4 Tage. So, und hier würde ich gerne mein Tool weiter aufstufen. Ja, 2,4. Ist schon mal ein Anfang. Was haben die anderen so? Die billigste 2,5. Ja. Brass hätte 6. Wir müssen noch sehr viel. Blut?
Warum dauert das so lange? Wow. Es gibt Erfahrungspunkte, wenn ich mir die 3 Liter Blut aus meinem Körper sauge. Ja, das denke ich auch, dass es eine Erfahrung gibt. Ach, mehr davon und hol dir den komischen Bretter von zu Hause ab. Das ist ein sehr komischer Mod. Jetzt habe ich 2 Bluttropfen. Wow. Wie viel brauchte man für ein Talent? 100? Aber man kann das wohl aus Fischen auch noch bekommen. Stimmt, ein Fischer vielleicht irgendwie aufbauen? Ich habe irgendwas... Ah, da habe ich was vom Fischer gelesen. Was? Raw Fish kommt aus Wasser? Das gucke ich mir gleich mal an. Nimm erstmal 200 von denen damit. Dann schmeißt du bitte da dein Holz rein. Eisen und Kupfer hält noch eine Weile. Ja. Ja, das mit den Fischen hört sich interessant an. Also ich baue jetzt einfach eine Fabrik neben die Wasserpumpen da unten. Und dann filtern die Fische aus den Rohren raus. Das klingt sehr kurios. Und wir haben keine Briketts mehr. Ja, gleich. Prioritäten. Erstmal will ich kochende Fische aus dem Dienst rausfiltern. Du? Ah, es geht natürlich nur in besseren Fabriken. Da. Abbrechen. Habe ich welche mitgenommen? Nö. Oder? Doch, da. 121. Das ist das Falsche. Gib das Rohr her. Hast du jetzt irgendwo ein Rohr reingestopft? Das sollte nicht gehen. Okay. Bessere Fabrik da. Mach Fische. Nimm Kiste. Nimm Kiste. Tu gekochte Fische da rein. Fisch. Und der heilt Lebenspunkte? Ernsthaft? Hat er das schon immer gemacht? Ich habe Fische nie benutzt im Vanilla-Dingens. Mach mal hier Blut und dann knabber gleich mal Fische. Cursed Heart aus 2,5 Blut. Wo kann ich Fische in Cursed Tree Seed? Ich habe doch einmal Blut. Cursed Donations. Ach so. Man muss das Blut dann nochmal umwandeln zu was anderem. Cursed Generator. Cursed Incubator. Wollen wir den Cursed Incubator? Vielleicht kann ich da Fische inkubieren zu irgendwas. Gib mir mehr Fisch. So, das ist durchgetickt. Gib mir einen Fisch in die Hand. Ja, das heilt mich. Also ich könnte theoretisch das hier in eine Endlosschleife packen. Und mich dann an Fischen immer wieder gesund knabbern. Aha. Okay, okay, okay. Scheint den Mod langsam zu begreifen. Was macht... Wow. Hallo, du. Ah, 15.000 Blut. Ja. Damit können wir uns einen Klon erschaffen. Und zwar einen 3 Meter großen Klon. Komm mit. Oh, 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 oh. Ja, Hör auf damit. Aber gut zu wissen, das kann uns den Arsch retten, wenn wir mal wieder einen Angriff haben. Ich sollte jetzt immer rohen Fisch dabei haben. Gut, 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 gut. Und ich mache erstmal eine Kaffeepause. Bis gleich.